Mit dem Eulsuchspiel hast du heute die Möglichkeit, einer der drei Gutscheine im Wert von 150 Euro zu gewinnen und zudem alleine schon durch die Teilnahme an dem Suchspiel kannst du ja bekommst du auf jeden Fall 5 Karmos-Punkte geschenkt in deinem Konto gutgeschrieben. Und wir werden heute auch über den Aufbau unserer Videos in der Zukunft sprechen. Bis gleich! Schon seit 2 Jahren veranstalten wir jetzt regelmäßig 2-mal pro Jahr jeweils das OL-Suchspiel, bei dem du aus 4 von uns verfremdeten Bildern entsprechend das passende Gegenstück in unserem Shop suchen musst. Und wenn du da findest das richtige Produkt und uns eine E-Mail schickst, dann nimmst du an der Verlosung von 3 Gutscheinen im Wert von 150 Euro für den Shop Original LuckyOL.de. Zusätzlich bekommt jeder, der an dem Suchspiel teilnimmt, sofern mindestens 3 seiner Antworten richtig sind, bekommt er 5 Karmos-Punkte gutgeschrieben. Ich hoffe, dass jetzt jedem langsam bekannt ist, was die Karmos-Punkte sind. Du kannst sie immer sammeln, wenn du das Video anguckst, zum Beispiel das heutige Video. Da gibt es ausnahmsweise keine Karmos-Punkte, weil du ja 5 Karmos-Punkte gewinnen kannst bei dem Spiel. Aber ansonsten, wenn wir Produkte vorstellen, dann nennen wir einen 6-stelligen Code und dann kannst du entsprechend pro Video, wo wir Produkte vorstellen, einen Karmos-Punkt verdienen. Und so wie auch, indem du andere Sachen machst bei uns auf der Plattform, Newsletter abonnieren, YouTube abonnieren, bekommst du immer entsprechende Karmos-Punkte. Die kannst du dann einlösen, wenn du ein neues Produkt kaufst. Zum Beispiel heute gibt es 5 Karmos-Punkte, das entspricht 5% Rabatt und du kannst dann viele Punkte sammeln, sodass du bei dem Kauf eines Produktes bis zu 30% Rabatt einlösen kannst. Aber bevor wir zu dem Spiel kommen, nochmal ganz kurz, wie sind bei uns die Videos aufgebaut ab jetzt. Wir haben da schon ein bisschen seit ein paar Wochen angefangen, das so ein bisschen zu modulieren und heute nenne ich mal so die Struktur, damit man so ein bisschen vielleicht versteht, wie das Ganze funktioniert und derjenige, der sich für bestimmte Gebiete interessiert, mittels den Kapiteln von YouTube direkt springen kann zu dem Thema, das ihm interessiert. Der erste Bereich wäre ja immer das Original LuckyOL.de Thema. Das heißt, in diesem ersten Bereich stellen wir Ideen, Konzepte, Neuheiten, Events, Spiele, die zu der Plattform Original LuckyOL.de gehört. Und da erzählen wir mal ganz kurz, wie das funktioniert, was du machen musst, wie du daran teilnehmen kannst, wann es stattfindet und so weiter. Der zweite Bereich ist der OLC-Bereich. OLC bedeutet Original LuckyOL Community, das wir seit ungefähr ein halbes Jahr versuchen aufzubauen und in diesem Jahr noch viel, viel mehr Neuigkeiten dazu gibt. OLC besteht aus mehreren Komponenten. Zum einen, das sind ja Berichte in diesem Video. Da komme ich gleich dazu. Dann besteht aus dem zweiten Teil bei uns auf der Internetseite durch die LuckyOL-Zeit. Da haben wir eine Art Chat-Gruppe, eine Chat-Gruppe, ähnlich, durchaus vergleichbar so ein bisschen mit der WhatsApp-Gruppe. Das heißt also, es ist ohne Video, nur schriftlich. Da kann man sich allerdings auch Bilder hin und her schicken. Es ist jeden Montag von 18 bis 19 Uhr. Das ist die Beratungsstunde, wo wir uns unterhalten über LuckyOL-Messer, wo ich Neuheiten zeige, was demnächst kommen wird bei uns im Shop. Zum Beispiel diejenigen, die jetzt Montag sich das angucken, bevor dieses Video erscheint, haben die Möglichkeit, schon mal das eine oder andere Bild, verfremdete Bild zu sehen und somit den anderen ein bisschen was im Voraus zu haben. Manchmal zeigen wir oder fast immer zeigen wir auch die Neuheiten der Woche schon mal vorab und wer dabei ist, kann natürlich auch das eine oder andere Produkt schon mal im Chat reservieren oder vorkaufen sozusagen. Deswegen sind manchmal das eine oder andere Produkt, das wir als neu vorstellen, schon direkt bei der Vorstellung verkauft. Der zweite Bereich ist ja einmal
einmal jeden Freitag im Monat von 17 bis 19 Uhr. Da ist eine Lagiol Brotzeit, wo wir uns gemeinsam hinsetzen, schön etwas essen, Brötchen, Obst, Gemüse, auch Nachtisch, und das dann mit unserem Lagiol Messer schneiden. Letzten Freitag war ja soweit, jetzt im Februar, der erste Freitag im Februar, und da haben wir uns entsprechend auch unterhalten. Wir unterhalten uns, was wir entsprechend essen, welche Messer wir benutzen, aber auch durchaus ganz andere Themen aus der Lagiol-Welt oder Urlaub oder worüber jeder entsprechend auch sprechen möchte. Und das ist immer eine sehr schöne Zeit, wo man sich auch ein bisschen mit seinem eigenen Lagiol zu Hause beschäftigen kann, einsetzen, benutzen kann, während die anderen aus der Community das ja auch tun. Und das finde ich auch immer sehr, sehr schön, dass man zumindest einmal im Monat sein Lagiol-Messer rausholt, auch durchaus teure Lagiol-Messer, und das wirklich benutzt, um etwas zu schneiden. Und dann machen wir auch Fotos von dem, was wir geschnitten haben, auch von dem Messer, und zeigen es entsprechend in diesem Gruppenchat über die Bilderfunktion. Das finde ich immer sehr, sehr interessant. Und der dritte Bereich für die OLC, für die Original Lagiol Community, das wird sein eine Art Forum, das wir jetzt im Laufe dieses Monats fertigstellen. Und dort werden entsprechend Themen schon festgeschrieben. Im Gegensatz zu dem Chat, das praktisch nur für die Zeit, die ich genannt habe, geöffnet ist und nur in dieser Zeit schreiben und sich unterhalten kann, so wie bei einer WhatsApp-Gruppe. Und wenn dann die Zeit vorbei ist, dann ist Schluss, dann kann man nicht mehr schreiben, wird dieser OLC-Bereich, dieses Forum-Bereich sein, wo wir ein Thema kreieren, zum Beispiel eine neue Edition, Verkauf zum Beispiel von gebrauchten Lagiol-Messer, Projekte, die wir haben oder die Kunden haben, die werden dort entsprechend als Kategorie eingerichtet, und da kann man sich permanent rund um die Uhr dann entsprechend was dazu schreiben, Ideen dazu schreiben, Beiträge, was auch immer einem durch den Kopf geht, was zu dem Thema passt, so dass man sich praktisch da unterhalten kann, völlig zeitunabhängig, und so dass man gemeinsam als Community neue Sachen entstehen lassen, neue Projekte, neue Editionen machen, und das natürlich als Community, als gemeinsames Projekt. Und kommen wir zurück zu dem ersten Punkt, das wäre das Video. Das heißt also, hier in diesem OLC-Bereich, wo ich auch jetzt gerade mittendrin bin, erzähle ich entsprechend zum Beispiel über deine Geschichte. In den letzten vergangenen Videos habe ich ja immer wieder über Geschichten von unseren Kunden erzählt, und wenn du eine schöne Geschichte hast, würde ich mich auch freuen, wenn du mir diese einsendest, damit ich über deine Lagiol-Leidenschaft berichte, wie du dazu gekommen bist, wie du diese Lagiol-Messer Interesse gefunden hast im Laufe deines Lebens, und da berichte ich gerne darüber. Oder zum Beispiel über Projekte. Der Bruno hat, erzähle ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, der Bruno hat demnächst ein Projekt, auch bezogen auf Lagiol, ich sage noch nicht genau was, und der wird entsprechend auch immer wieder darüber berichten, über sein Projekt, wie das da entsteht, und da bin ich auch ganz gespannt, wie er das umsetzt, und darüber werde ich auch berichten, oder auch bei anderen Projekten von anderen Kunden, die wir gemeinsam entwickeln. Zum Beispiel sind wir gerade dabei, das Projekt Jeanne d'Arc umzusetzen mit einem Kunden. Und dort werden auch entsprechende neue Zeichnungen entstehen, ganz neue Sachen. Sie geben ja auch noch nicht so bekannt jetzt im Moment, aber auch darüber werden wir berichten, wie neue Editionen entstehen. Das heißt, alles, was wir mit euch gemeinsam machen, werden wir in diesem OLC-Bereich in dem Video erzählen. Dann anschließend, nach diesem Original Lagiol-Day-Bereich, OLC, Original Lagiol Community Bereich, kommt dann natürlich das, was wir schon die ganze Zeit machen, der Diashow-Bereich. Mittwochs entsprechend nur mit den Messern, die wir vorstellen, und am Sonntag kommen zusätzlich noch die Naturaufnahmen, entweder von Bruno aus Finnland oder eben von meiner Tochter Christina aus Neuseeland, oder natürlich in Zukunft auch andere Bilder, schöne Bilder von euch. Da hat sich der eine oder andere auch schon angemeldet. Ich bin gespannt, was er da herauskramt. Und das ist dann praktisch die Zeit, wo man sich ein bisschen entspannt und vorbereitet auf
Dann der letzte Teil, die Produktvorstellung. Und diese Dia-Shows machen wir immer mit einer, oder untermalen wir immer schön mit einer entspannenden Musik, so dass man wirklich bereit ist dann für die Vorstellung der entsprechenden Neuheiten oder Taschenmesser. So, das ist jetzt im Groben das, was wir so alles vorhaben, wie die Videos aufgebaut werden sollen. Und da wir jetzt natürlich keine Dia-Show haben, kommen wir dann direkt zu dem Messervorstellungsbereich. Heute geht es aber um das OL-Suchspiel. Bei diesem Suchspiel geht es also darum, dass ich jetzt gleich vier Bilder zeige, die verfremdet sind ein bisschen von uns. Und da gebe ich auch ein paar Tipps dazu, sodass du es ein bisschen schneller die Messer findest und jetzt nicht eine halbe Ewigkeit dafür brauchst. Und dann am Ende sage ich dir auch entsprechend die E-Mail. Und das Spiel funktioniert da so, dass du dir das Bild anguckst. Dann gehst du in unserem Shop original-agiol.de und suchst, welches Messer ist das, was wir verfremdet haben. Dann schreibst du dir, und das ist ganz wichtig, entweder die Artikelnummer oder der Link dazu. Also nicht der Name, das ist ganz wichtig. Der Name gilt nicht. Weil manche Namen ähneln sich dann und da haben wir Schwierigkeiten mal zu finden, wenn vielleicht ein Komma zu viel ist oder zu wenig. Ist nicht so ganz einfach. Und weil es ziemlich viele Einsendungen gibt von euch, möchten wir ganz schnell natürlich die Produkte prüfen, die ihr uns geschickt habt. Deswegen geht es nur mit Link oder mit Artikelnummer. So, und das schreibst du dir auf oder kopierst in eine E-Mail. Wenn du dich alle vier Produkte fertig hast, schickst du uns eine E-Mail mit diesen vier gefundenen Produkten. Und wenn die richtig sind, dann bekommst du auf jeden Fall 5 Karmos-Punkte in deinem Kundenkonto gutgeschrieben und nimmst am nächsten Arbeitstag an der Verlosung teil, wo wir 3 Gutscheine im Wert von 150 Euro verlosen. Benachrichtigen wir dich, dass du die 150 Euro gewonnen hast und die kannst du natürlich beliebig einlösen. Das heißt also, es ist nicht zeitlich begrenzt, sondern wir machen einen Vermerk in deinem Account. Das heißt, du bekommst ja von uns nicht irgendwas, sondern wir machen einen Vermerk in deinem Account, sodass wir wissen, dass du die 150 Euro gewonnen hast. Und beim nächsten Mal, wenn du Messer kaufst, ziehen wir dann diese 150 Euro von dem Wert des Messers ab. Dieser 150 Euro ist wie ein Gutschein. Das heißt also, ob du dann 10%, 20%, 30% auf dem Produkt bekommen hast durch verschiedene Rabatte als OL Premium Goldkunde oder Karmos-Punkte oder weil es gerade im Angebot ist, das spielt keine Rolle. Du bekommst immer von dem Endpreis, dass du bezahlst für das Messer, ziehen wir dann die 150 Euro ab, aber nur, wenn du uns das entsprechend vorher sagst. Das heißt nicht automatisch, sondern nur, wenn du das möchtest. Denn vielleicht sagst du, ich möchte bei einem späteren Messer, was vielleicht mehr kostet, einsetzen oder ich möchte 2 günstigere Messer kaufen. Da gibt es da verschiedene Modalitäten und du bestimmst selbst, wie du das haben möchtest. Wer kann an dieser Aktion teilnehmen? Alle unsere Kunden. Das heißt also, man muss bis gestern mindestens ein Produkt im Wert von 60 Euro gekauft haben. Dann bist du sozusagen unser Kunde. Also die Registrierung alleine reicht nicht. Ein Kauf über ein Zubehör von 10 Euro reicht nicht. Das heißt, du musst mindestens irgendetwas aus unserem Shop von mindestens 60 Euro gekauft haben. Einmal. Bis gestern, das heißt, wenn du es heute bis heute noch kein Kunde bist, dann kannst du natürlich nicht teilnehmen, denn du schnell heute was einkaufst. Das funktioniert nicht. Du musst es ja mindestens bis gestern gekauft haben. Und das ist die Berechtigung, an diesem OL-Suchspiel teilzunehmen. Was haben wir noch zu sagen? Das wäre so ungefähr alles. Ich würde jetzt die einzelnen Bilder zeigen und ein bisschen Erklärungen dazu sagen. Nehmen wir erstmal das erste Produkt. Das erste Produkt, da sieht man schon alleine an dem Rücken. Da ist eine ganz besondere Serie in unserem Sortiment. Also alle vier Produkte sind relativ neu, also die sind nicht älter als ein Jahr. Ungefähr, eher vielleicht neuer, so dass man nicht wirklich jetzt in ganz verwinkelte Ecken im Shop suchen muss. Aber speziell dieses erste Messer, das gehört zu einer ganz besonderen Serie. Sieht man vielleicht oben schon an der Biene mit einer ganz außergewöhnlichen Biene, keine herkömmliche normale Biene, aber der Rücken, die Rückengelochage sagt eigentlich noch viel mehr aus. Das gehört zu einer ganz besonderen Serie, die wir haben. Sage ich mal als Tipp, gehört zu der Marke, die wir sozusagen benannt haben, die uns gehört.
So schon mal, das ist schon mal ein Riesentipp, das dürfte relativ schnell zu finden sein. Kommen wir zu dem zweiten Produkt. Das zweite Produkt ist von einem Schmied oder von einer Schmiede, die wir relativ neu im Programm haben. Wenn man da ganz genau hinguckt, sieht man schon direkt an der Biene, welches Produkt das sein kann oder ganz bestimmt ist. Das dürfte auch relativ schnell zu finden sein. Zumal, wie schon sagte, es ist keine große Schmiede, sondern eher eine Einmannschmiede. Damit kommen ja sowieso nur noch drei oder vier Namen in Frage, und dann, wenn man die Farbe sich des Griffes anguckt, ist es auch ratzfatz gefunden. Bei dem dritten Produkt, das könnte vielleicht ein klitzeklein bisschen schwieriger sein. Da gebe ich mal als Tipp, dass auf der linken Seite die Deko, das ist ein Warzenschweinstoßzahn, nicht der Griff. Der Griff ist das nicht, ja, sondern nur dieses auf der linken Seite halbkreisförmig, das ist ein Warzenschwein-Stoßzahn. Aber dadurch, dass die Farbe, dass ich bis jetzt alle Bilder in Farbe gelassen habe, ist es auch das sicherlich relativ schnell zu erreichen, zu finden. Vor allem, weil die Hintergründe, auch wenn das Messer auf dem ersten Bild im Shop immer anders hingestellt wird, der Hintergrund, der ist fast immer gleich. Das heißt also, bei diesem Bild, diese grüne Balken oben, dann das blaue und dann darunter das hellere. Diese Dreier-Einteilung wirst du auch auf dem ersten Bild des Produktes finden, weil meistens habe ich natürlich hier nicht gleich die ersten Bilder genommen, sondern die Bilder, die man sieht, wenn man auf die Produktdetails klickt, damit es nicht so ganz einfach ist. Aber man kann sich an den Hintergrund orientieren, denn wie schon sagte, die Dekoration, der Hintergrund bleibt immer gleich, auch beim ersten Bild. Der Produkt, also die Produktübersicht. Und das vierte Produkt, das ist relativ leicht, deswegen leicht, weil es die Form des Griffes, das ist wirklich so dermaßen einmalig, dass man es relativ schnell findet. Wir haben gar nicht so viele Produkte davon mit dieser Form. Wir haben da vielleicht nur 4-5 solche Produkte. Ich habe extra die Farbe weggelassen, weil ansonsten würde man es ganz schnell herausfinden. Aber wenn man auch hier auf die Dekoration achtet, dann dürfte es auch relativ schnell zu finden sein. Ich hoffe, dass ihr alle die richtigen Antworten haben werdet, weil die Auswahl diesmal wirklich sehr, sehr leicht geworden ist. Ich zeige jetzt nochmal jetzt in einer Dia-Show die Produkte, so dass du nochmal kurz den Überblick hast, und dann geht es los. Denk dran, wenn du uns die E-Mail schickst an info@original-lagiol.de, schicke entweder den Link oder die Artikelnummer. Ich zeige noch mal ganz kurz hier, wo die Artikelnummer steht. Manchmal, wenn ich im Telefongespräch bin mit Kunden, wissen sie nicht so ganz genau, wo die Artikelnummer ist. Ich zeige es einmal in der Handyansicht, da steht hier an dieser Stelle, und einmal in der Desktop-Ansicht am Computer, da steht es an dieser Stelle. Und schickst also entweder diese Nummer, manchmal musst du schauen, es ist auch, kann sein, dass es auch zweizeilig ist, wenn die Artikelnummer länger ist, oder den Link findest du hier oben. Und wenn du uns das Link schickst, ist natürlich für uns noch viel leichter und schneller, das zu prüfen, was du uns schickst, weil da müssen wir auch nur selber draufklicken, zack, sehen wir direkt das Produkt. Ansonsten, ja, ich freue mich, wenn du darauf teilnimmst, und wünsche dir natürlich viel Glück, dass du die 150 Euro gewinnst. Ansonsten, die 5 Karmos-Punkte sind dir ziemlich sicher, weil du natürlich sicherlich alle 4 Produkte finden wirst. Und hier möchte ich noch mal ganz kurz die Übersicht der Spiele, damit du eine Idee hast, wie vielfältig diese Möglichkeiten sind bei uns auf der Seite. Du siehst gerade hier die Übersicht aller Spiele bei uns übers Jahr verteilt bei originallagiol.de. Wir haben einmal das Suchspiel, das zweimal im Jahr stattfindet, im Februar und September. Dann haben wir den Seraphim-Tag. Da sind 40 Produkte um 40% einen Tag lang reduziert. Das wird im Mai und November stattfinden. Und der 40% YouTube-Code.
Der findet im Juli und Dezember statt. Da kannst du mit diesen Karmos-Codes, die wir immer in den Videos nennen, die schreibst du dir schön auf und die Codes aus den letzten 3 Monaten, von dem Monat aus gesehen, wo das Spiel stattfindet, die schickst du ein, also 4 Codes schickst du uns ein und dann kannst du dir ein Produkt, dein vorrätiges Produkt deiner Wahl mit 40% Rabatt aussuchen. Auch wahnsinnig einmalig. Findet ebenfalls an 2 Tagen im Jahr statt. Im Juni sind wir gerade dabei, ein völlig neues Spiel zu kreieren, ein Community-Spiel, wo wir uns alle als Gemeinschaft dafür die Lösung des Problems suchen und dann gewinnen auch alle, die daran teilnehmen. Das wird richtig schön spannend sein, dieses Community-Spiel. Das werde ich entsprechend auch früher erklären, wie das geht. Dann haben wir noch das Spiel oder die Aktion The Lagiol Way of Life im Januar und August. Das ist praktisch die Fotoaktion, wo wir mittels diesen Fotos von dir die Leidenschaft an der Lagiol-Messe zeigen möchten. Dann haben wir im März die Lagiol-Krone. Da bewertest du 3 Lagiol-Messer aus 30 vorgeschlagenen Produkten aus dem letzten Jahr. Und wir wählen dann praktisch das Jahr, das Messer des Jahres. Jetzt, wir sind gerade im Jahr 2023 und wir wählen im März 2023 das Jahresprodukt 2022. Letztes Jahr haben wir das schon zum ersten Mal gemacht und da hat das Messer von Philippe Voisier gewonnen mit dem Namen Oxil. Das hat ja die meisten Punkte bekommen. Und die letzte Aktion ist Unicato in April 20 plus 10 20. Das heißt, wir haben alle unsere Unikate, die wir noch haben im Lager, an einem einzigen Tag sind die automatisch um 20% reduziert. Und dann hast du die Wahl, entweder bekommst du noch weitere 10%, sodass du ja insgesamt das Produkt um 30% reduziert hast, oder du sagst, nein, ich möchte nicht 10 weitere Prozent reduziert haben, sondern ich möchte lieber 20 Karmos-Punkte haben, sodass du praktisch 20% auf ein nächstes Produkt einlösen kannst. So, das sind so unsere Spiele und du erfährst den genauen Tag, weil du hast gesehen, die meisten finden an einem ganz bestimmten Tag statt und dieser Tag findest du entweder indem du unser Newsletter abonnierst auf die Seite originallagiol.de oder in Zukunft werden wir das auch über die OLC-Community entsprechend bekannt geben, sodass, wenn man da Teilnehmer ist oder Mitglied ist, Mitglied ist vielleicht das falsche Wort, das klingt so, als wenn du was tun musst, dann findest du das raus. Aber diese OLC-Community wird so sein, dass allein schon, wenn du dich bei uns registrierst, automatisch an dieser Community teilnehmen kannst. Das heißt, du musst dich nicht neu registrieren, du musst dich nicht irgendwo hingehen, irgendwas tun, irgendwelche Voraussetzungen, sondern allein schon, dass du auf unserer Seite entweder schon als Kunde registriert bist, da brauchst du nichts machen, oder registrierst dich einmalig auf der Seite. Damit hast du Zugangsdaten und kannst sofort natürlich in diesem OLC-Bereich, Original Lagiol Community, oder auch an der Lagiol-Zeit Montag und Freitag teilnehmen. So, wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben. Klingt immer komisch, wenn ich das sage. Manche von euch vergessen das immer, deswegen nochmal der Aufruf. Bitte den Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Und wenn du möchtest, natürlich den YouTube-Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal, dein Mr. Lagiol.